Direkt weiter. Danke. Und zwar geht es jetzt ein bisschen weg von den Utopien hin zu der konkreten Umsetzung vor Ort. Und wir haben einen zweiten Gast heute dabei, nämlich Professor Antonio Andreoli, der mit uns einen Blick über Deutschland und Europa hinauswirft zu seiner Arbeit in Brasilien, im Süden von Brasilien. Dort hat er bereits zu den Auswirkungen von transgenem Sojaanbau gearbeitet und unter anderem auch die Bundesuniversität Fronteira Sul mit aufgebaut, an der er jetzt auch unterrichtet und als Professor tätig ist. Zudem hat er ein Buch verfasst, das gerade veröffentlicht wurde, das sich mit der Agrarökologie in Südbrasilien auseinandersetzt und worüber er auch heute sprechen wird. Also, ich übergebe Ihnen das Wort, Herr Andreoli. Ja, schönen Tag. Ich hoffe, ich habe verstanden Ja, und auch wunderbar. gesehen. Ich werde mit den Utopien weitermachen eigentlich. Also weitermachen ist für mich schon eine Utopie, nämlich die Utopie von Herbert Marcuse. Das steht auf seinem Grab. So weitermachen, auch wenn es so schwierig ist, wie es bei uns derzeit der Fall ist. Also wir haben nicht nur mit einer Corona-Pandemie zu tun, sondern wir haben auch mit einer Hungerpandemie zu tun. Also Brasilien ist wieder außerhalb der Länderkarte, die den Hunger bekämpft hatten. Also wir sind weiter in der Hungerkarte. Und ich jetzt nochmal auf Herbert Marcuse basiert, gehe davon aus, dass eine unserer Utopien die ist, dass wir aus dem eindimensionalen Denken herauskommen und vielleicht in Richtung Prinzip Hoffnung, wie Ernst Bloch es formuliert hat. So möchte ich auch gerne meine Vorstellung von Utopie hier am Anfang sagen. Eigentlich die konkrete Antizipation einer möglichen Wirklichkeit. Ich mache das jetzt beispielhaft. Ich war im letzten Jahr in Deutschland und in Ebersberg bei einer Veranstaltung bei München hat das Publikum mich gefragt, was sei dann der Hebel zum agrarökologischen Übergang. Ich habe es damals so formuliert, dass ich davon ausgehe, dass die Gesundheit der Hebel ist. Also ich gehe davon aus, dass unsere Gesellschaft krank ist. Ich gehe davon aus, dass aus der Frage der Gesundheit auch ein Widerstand entstehen kann. Das habe ich damals noch vor der ganzen Corona-Pandemie formuliert. Und jetzt kann ich sagen, nach einem Jahr und ein paar Monaten haben wir während der Corona-Pandemie in Brasilien 30% mehr agrarökologische Produktion. Woran liegt das? Wie kommt man dazu? Das sind jetzt die wichtige Frage, die ich hier zu beantworten habe. Ich habe das dann auch versucht, auf einer PowerPoint-Präsentation so darzustellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit der Technik. Ich bin ja eigentlich ein Technikkritiker. Also, ich gehe davon aus, dass das hier auch eine Utopie ist. Regional und global denken. Global und regional handeln. Denn mit der Agenda 21 hat man ja weltweit geglaubt, dass global denken und lokal handeln vielleicht die Lösung sei. Hier ein paar wichtige Ansätze, die für mich für Südbrasilien jetzt ganz wichtig sind. Hier rechts die Karte. Sind drei Bundesländer, Paraná, Santa Catarina und Rio Grande do Sul. Da, wo jetzt die kleinen Schriften da sind, mit einem kleinen Symbol unserer neuen Universität, da haben wir Campi unserer Universität. Also es sind sechs Campi, Herr sechs Andreoli, wir sehen Universitäten. Ihre PowerPoint leider nicht. Ah, nicht? Ja, was ist Versuchen Sie jetzt es dann? einfach nochmal. Ich habe es ja versucht, hier vorher zu testen, aber anscheinend. Mal sehen jetzt. Jetzt sehen wir es, ja. Jetzt geht Noch es. einmal auf Ja, Vollbild und dann ist alles perfekt. ja. Eigentlich hatte ich es hier schon mal mit Vorbild.
Ich habe das Bild vorher, das sind jetzt die drei Bundesländer im Süden, also Paraná, Rio Grande do Sul und Santa Catarina. Die drei Bundesländer zusammen, die den Süden bilden, Brasiliens Süden, die sind für mehr als 50% der agrarökologischen Produktion zuständig. Derzeit. Man kann dann auch auf Zahlen kommen. In Brasilien ist das immer wieder schwierig, wenn man sagt, wie viel überhaupt offiziell registriert sind oder zertifiziert sind als Bioproduzenten. Ich habe sie jetzt hier, die Zahlen. Also wir kommen insgesamt in Brasilien auf 24.600 Bauernfamilien, die agrarökologisch produzieren, die offiziell registriert sind. Wir kommen natürlich sicherlich über 30.000. Und davon sind dann 10.000 in diesen drei Bundesländern. Rio Grande do Sul ist Nummer 1, Paraná ist Nummer 2, Santa Catarina ist Nummer 4 in Brasilien. Nummer 3 ist São Paulo, Nummer 4 ist dann Santa Catarina. Nummer 5 ist Piauí im Nordosten. Was da jetzt ganz wichtig war dabei, dass da jetzt diese Bewegung zustande gekommen ist, man muss ja auch sehen, diese drei Bundesländer sind hier auch bekannt für die sogenannte bäuerliche Landwirtschaft oder die sogenannte Familienlandwirtschaft, die nicht mehr als 50 Hektar in Brasilien hat. Ich gehe hier davon aus, warum wir eine Utopie brauchen, die regional und global gestaltet ist. Ich sagte ja schon, dass das verbunden ist mit einer Utopie. Also Agrarökologie ist für mich auch eine Utopie, denn es ist gleichzeitig eine Bewegung, es ist Wissenschaft und ist auch eine Praxis. Es geht aber auch darum, wenn man sagt, global denken, dass man anders denken soll, dass man anders verstehen soll, um die Welt zu verändern. Wenn ich davon ausgehe, dass man anders und lokal handelt, dann gehe ich auch davon aus, dass man was tun muss, um es zu verstehen und um es zu verändern. Also das Erste, was für uns ganz wichtig war, hier in der Bewegung zu verstehen, ist, dass die industrielle Landwirtschaft ihre Grenze zeigt. Also wir brauchen einen Systemwechsel. Und wir brauchen es so dringend, dass wir sagen können, wenn wir uns nicht umstellen, dann gibt es vielleicht gar keine Menschheit mehr. Die Ressourcen sind begrenzt, das heißt, die Bauern sichern die natürliche Lebensgrundlage. Diese Erkenntnis ist manchmal ganz schwierig für Regierungen, denn wie bekannt, in Brasilien sind die Großgrundbesitzer entscheidend für die politische Bewegung, ganz wichtig, ne? Im Parlament und in der Judikative und jetzt auch in der Regierung sind die Großgrundbesitzer die stärkste Kraft. Die Agrarökologie andererseits benötigt mündige und wohl ausgebildete Bauern. Also dieses Erkenntnis ist für uns auch ganz wichtig, dass wir jetzt sagen, Wissen ist für uns entscheidend, denn Bauern können jetzt mit einer Bauernuniversität rechnen, die jetzt auf 6 Campi, also 6 Standorten hier auf der rechten Seite dargestellt, funktioniert. Alle unsere agrarwissenschaftlichen Bereiche sind auf Agrarökologie basiert, aber nicht nur die agrarwissenschaftliche, sondern Agrarökologie wird fachübergreifend konzipiert, auch bei der Medizin zum Beispiel. Nahrungsmittel und Gesundheit hängen zusammen. Und von da aus ist Agrarökologie fachübergreifend. Wir gehen hier auch davon aus, dass eine Möglichkeit da ist, durch Agrarökologie höhere Nettoeinkommen zu schaffen, was dann auch eine Anerkennung der Mehrleistungen für die Bauern bedeutet. Es ist auch eine bessere Anpassung an die Klimakrise. Und ich gehe schon mal davon aus, nur mit einer konsequenten Umsetzung der Agrarökologie sind auch die sogenannte Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 zu erreichen. Das ist eine Utopie, klar. Ich gehe davon aus, dass Utopie das ist, was noch nicht Wirklichkeit ist. Aber schauen wir jetzt mal ein paar Jahre zurück. Wir haben in 20 Jahren zum Beispiel das schöne Beispiel,
dass in Brasilien wir Bioreis produzieren, wie in keinem anderen Land der Welt. Also wir sind in der Lage, in Brasilien 15.000 Tonnen Bioreis zu produzieren. Und wer produziert das? Die Landlosenbewegung auf Ansiedlungen. Und jetzt ganz wichtig, diese 389 Familien, die jetzt in diesem Jahr nochmal mit einem Zuwachs der Bioreisproduktion rechnen können, sie haben den Preis auf ein Drittel des Marktpreises fixiert. Denn ich glaube, das ist bekannt, dass man in Brasilien zunehmend Soja anbaut. Wir sind jetzt auf 57% der Ackerfläche nur mit Soja. Und gleichzeitig geht die Reisproduktion als eigentlich ein Grundnahrungsmittel, geht sie von 28% auf 7%. Das heißt, dass jetzt die Preise von Reis so steigen, ich kann hier mal nur eine Zahl zum Vergleich darstellen, ein Kilo Reis wird für 23 Reais in São Paulo verkauft. Ein Kilo Reis, das auf agroökologische Produktion basiert, von der MSD, von der Landlosenbewegung, kostet 5 Real. Ein Kilo. Und gleichzeitig auch dazu sagen, diese ganze Solidaritätsbewegung, die während der Pandemie jetzt entstanden ist, die MSD hat in Brasilien 4.000 Tonnen Nahrungsmittel an die Leute verschenkt, besonders in den ärmsten Stadtvierteln. Und 700.000 Speisen vorbereitet, als Zeichen der Solidarität mit den Ärmsten. Denn wir haben jetzt 10% der brasilianischen Bevölkerung, die an Hunger leidet. Also 19 Millionen Menschen leiden an Hunger. Und während der Pandemie ist jetzt ganz wichtig gewesen, dass die Nahrungsmittel direkt an die Menschen verteilt werden. Gleichzeitig haben dadurch auch die agrarökologischen Produkte zugenommen. Also man hat mehr Wert auf Nahrungsmittel gesetzt. Die Menschen kochen wieder zu Hause und die Menschen kaufen direkt von den Bauern. Also auf einer Seite die Katastrophe, also die Hungerpandemie, auf der anderen Seite eine riesige Chance, die Zunahme der agroökologischen Produktion, nämlich unsere Utopie hier, die nach meiner Ansicht sehr stark mit der Frage der Gesundheit zusammenhängt. Jetzt nochmal ein paar Erfolge. Ne? Also wir gehen davon aus, dass wir durch die agroökologische Bewegung in Südbrasilien es geschafft haben, diese wichtigen Ergebnisse hier weltweit zu präsentieren. Also wir haben weniger Betriebskosten durch Agroökologie. Wir schützen besser die Naturressourcen. Wir haben eine bessere Entlohnung der Arbeit. Wir haben eine Optimierung landwirtschaftlicher Ökosysteme. Wir haben eine Verringerung der externen Inputs, eine Verringerung von Umweltschäden, eine bessere und langfristige Erträge, Arbeit mit mehr Wissen, bessere Lebensqualität und eine Zukunftsperspektive bäuerlicher Landwirtschaft, die in Brasilien für 70% der Nahrungsmittelproduktion zuständig ist. Hier auch, was für uns ganz wichtig ist, von der Bewegung gelernt zu haben, dass die Aufrechterhaltung der Vielfalt von Sorten entscheidend ist, wenn wir mit Agroökologie arbeiten möchten. Hier ein Beispiel, Mais und Bohnen. Bohnen, Reis, Weizen und Maniok sind die Grundlage der brasilianischen Ernährung, wovon wir viel zu wenig produzieren und viel zu viel Soja produzieren, wie vorher gesagt, die eigentlich 90% für Futtermittel in China und in Europa gedacht ist oder auch für die Produktion von Biodiesel. Und dazu kommt nochmal die Ethanolproduktion aus Zuckerrohrmonokultur. Auf der anderen Dimension, die uns auch ganz wichtig ist, die Entwicklung hier von sozial geeigneter Technologie. Also, dass das Bauernwissen auch als wichtig
anerkannt wird und dass die Universität zusammen mit den Bauern Wissen entwickelt und nicht einfach ein Wissenspaket an die Bauern weitergibt im Sinne der grünen Revolution, die weder grün noch Revolution war. Ein nächstes sehr wichtiges Element für uns ist das solidarische, die solidarische Aneignung von Wissen. Das heißt, dieses Genossenschaftliche, dieses Kollektive, was auch dann zu einem politischen Bewusstsein führt. So ist Agrarökologie bei uns auch eine politische Frage. Eine Frage des Bewusstseinsschaffens, dass man die verschleierte Entfremdung der kapitalistischen Produktionsweise in der Landwirtschaft aufdeckt und dadurch andere Möglichkeiten schafft, wie man zwischen Konsumenten und Produzenten eine andere Marktwirtschaft schaffen kann. Bildung von Netzwerken, und das ist für uns ganz wichtig. Ich möchte hier jetzt auch zum ersten Mal die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken, dass wir wieder von deutschen Spendern es geschafft haben, den Gemeinschaftssaal von der Landlosenbewegung in Paraná wieder aufzubauen. Das ist ein schönes Beispiel in Zeiten der Pandemie. Mirelle war bei uns, die kann das vielleicht später auch nochmal betonen. Im Bundesland Paraná haben wir die größten Landkonflikte Brasiliens. Und dort ist die Landlosenbewegung am stärksten. Und dort haben wir auch die größten Erfolge der agrarökologischen Bewegung. Und da haben wir eine Universität auf einer Ansiedlung der Landlosenbewegung aufgebaut. Und da haben wir eine der ersten Masterstudiengänge Agrarökologie. Die Universität ist jetzt 12 Jahre alt, ist als Antwort auf den Druck ländlicher sozialen Bewegungen entstanden. Ich sagte vorher schon, der Schwerpunkt ist auf Agrarökologie, auf Solidarwirtschaft, auf erneuerbare Energien, auf ländliche Bildung. Die Nachhaltigkeit der Agrarökologie wird fachübergreifend konzipiert. 100% unserer Forschung wird durch öffentliche Gelder finanziert. So können wir von einer unabhängigen und kontextbezogenen Forschung ausgehen. Unsere Studierenden sind meistens aus der Region selbst, die bäuerlich geprägt ist. Über 90% unserer Studierenden kommen aus öffentlichen Schulen, was eine Ausnahme ist in Brasilien, weil die meisten immer aus privaten Schulen kommen, wo dann die Reichsten sich es leisten konnten, die Kinder vorzubereiten, um die öffentlichen Plätze an der staatlichen Universitäten zu erreichen. Hier haben wir das Bild umgedreht, sodass 87% unserer Studierenden die erste Generation der Familien überhaupt sind, die an einer Hochschule teilnehmen. Wir sind auch die Universität mit den meisten indigenen Studierenden im Süden. Und wir haben jetzt noch dazu ein spezielles Zulassungsverfahren für Migrantinnen und Migranten eingerichtet, besonders für Studierende aus Haiti, aus Senegal, aus Venezuela und aus Bolivien, die zu uns kommen. Das ist die sogenannte Bauernuniversität. Dazu nochmal ganz wichtig zu sagen, dass mehr als 30% unserer Lebensmittel für die Kantinen direkt von den Bauern aus der Region kommen. Das hat dann auch zu einem neuen Markt geschafft. Es ist ja auch bekannt, dass in Brasilien ein Schulspeisungsgesetz ins Leben gerufen wurde. Das ist auch eine wichtige Bedingung gewesen, dass wir jetzt die agrarökologische Bewegung so stark haben, obwohl der Staat jetzt nicht mehr diese Programme weitermacht. Aber an der Universität haben wir die Chance, an allen Schulen, an allen staatlichen Einrichtungen. Und regelmäßig finden bei uns auch Bauernmärkte statt, auf den 6 Standorten, innerhalb der Universität selbst. Das heißt, wenn ein Studierender gutes, gesundes, agrarökologisches Essen bekommt, ist das vielleicht wichtiger als eine ganze Vorlesung oder vielleicht ein ganzer Studiengang, um es klar zu haben, dass diese Utopie tatsächlich machbar ist, dass es möglich ist. Ich sagte das vorher schon, dass es die erste öffentliche Universität ist, die auf einer Ansiedlung der Landlosenbewegung im SD entstanden ist. Aber ganz wichtig dazu auch zu sagen, die Bauern sind Protagonisten bei der Entwicklung von Wissen. Sie nehmen sogar im Universitätsrat teil.
und sie entscheiden über die Richtung, über unsere Konzepte wie Agrarökologie. Nur so konnten wir es durchsetzen, denn es gibt ja auch eine große Mehrheit von Wissenschaftlern, die die Agrarökologie noch nicht anerkennen möchten. Und so haben wir es geschafft, durch eine sogenannte zivilgesellschaftliche Bewegung es zu stärken, dass unsere 42 Studiengänge und unsere 16 Masterprogramme alle auf diesem Konzept fachübergreifend konzipiert werden konnten. Hier habe ich ein schönes Bild, das vielleicht das Ganze deutlich machen soll. Das Bild ist von Thomas Hager, ein Kunstfotograf aus München, also aus der Gegend von München. Der war bei uns im Jahr 2016 und er hat da eine Ausstellung zu bäuerlicher Landwirtschaft Brasilien und bäuerlicher Landwirtschaft in Deutschland bei uns in unserer Bibliothek veranstaltet. Wir haben das dann auch in anderen Campus verbreitet. Und hier ist das Bild. Da stehe ich mitten in einer Sojaplantage und hinter mir das Gebäude der Universität. Fast wie es da ein Keim einer neuen Utopie sein könnte, diese grüne Universität Brasiliens, die so erfolgsversprechend aufgebaut wurde. Und ich gehe davon aus, dass es immer noch ein großes Teil der Hoffnung für viele Aktivisten, für viele Wissenschaftler, die sich mit der Agrarökologie seit Jahrzehnten beschäftigen, ein konkretes Beispiel ist, um zu sagen, während der Pandemie haben wir hier einen Grund, optimistisch zu sein, weil wir die Grundlage geschafft haben, global zu denken, global zu handeln, lokal zu denken und regional zu handeln. Ich hoffe, dass ich hier verstanden wurde. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Andreoli, für diesen Hoffnungsschimmer, den Sie da mit uns geteilt haben aus Brasilien. Sehr inspirierend. Es gab auch noch eine sehr konkrete Nachfrage. Wie viel der agrarökologisch produzierten Produkte werden dann im Land selbst, also in Brasilien, verwendet und wie viel wird davon exportiert? Ich habe da leider nur die Zahl aus meinem Bundesstaat hier. Ich bin jetzt in Santa Catarina und hier haben wir eine der aktivsten staatliche Kommission zur Förderung der Agrarökologie. Und hier haben wir eine Zahl, also 87% unserer Produktion im Bundesland Santa Catarina wird selbst im Bundesland Santa Catarina auch konsumiert. Das ist eine Zahl. Leider ist in Brasilien die Sache mit den Zahlen nicht mehr glaubwürdig. Ich habe da ein paar Zahlen, die ich leider nicht mehr benutze, weil, wie alle wissen, die Regierung ja auf Lüge, auf Verbreitung von Fake News basiert ist. Mhm. Also wir können unseren Bundesministerien überhaupt nicht mehr vertrauen. Wir können nur noch auf die Kommissionen vertrauen, wo die Wissenschaftler jetzt, wie die, die ich ernannt habe, weiterarbeiten. Also das ist die Zahl in Santa Catarina. Ich habe keine Zahlen von anderen Bundesländern. Und wo wir schon bei diesen unerfreulichen Themen sind, wie reagiert denn die Agrarindustrie auf Ihre Universität und auf Ihre Anliegen? Das erste gute Beispiel ist, ich bin abgesetzt worden. Also der Rektor ist der, also der Rektor, sagen wir hier, der Präsident der Universität, ist nicht mehr der die meisten Stimmen im Wahlkampf hat. Es ist der Bolsonaro sich ausgesucht hat. Das ist nämlich ein Pastor einer neopentekostalen Kirche, der als Letzter auf der Liste stand. Also das ist schon der erste Eingriff. Also unsere ganze Leitung wurde abgesetzt. Wir sind ja 10 Jahre dabei gewesen, das aufzubauen. Wir sind alle abgesetzt worden. Zweitens, es wird sehr stark darauf gezielt, dass die Schwerpunkte hier jetzt anders aussehen sollen. Also es geht um Agrarindustrie anstatt Agrarökologie, was die Richtung der Bundesministerien in Brasilien sind, was das Landwirtschaftsministerium betrifft zum Beispiel, das Umweltministerium oder das Bildungsministerium oder Wissenschaftsministerium. Und klar, wir müssen jetzt Widerstand leisten. Und gut ist es, dass wir ja auch im Bundesrat noch eine starke Mehrheit haben. Aber jetzt sind die Wahlen auch im Bundesrat.
im Universitätsrat. Also im Universitätsrat wird sich jetzt vieles ändern. Ende Juli werden wir neu wählen und in 2 Jahren das nächste Rektorat. Aber wir wissen ja auch nicht, wie das nächste Präsident, die nächste Präsidentschaftswahl in Brasilien aussieht, die dann noch vorher stattfindet. Aber es ist klar, und ich möchte das auch deutlich sagen, die Reaktion, also dieses reaktionäre Denken, das kommt nicht nur von der Regierung. Das ist in der Zivilgesellschaft. Es ist auch bei unseren Studierenden. Das ist auch sehr stark bei unseren Wissenschaftlern. Also es gibt schon ein Mehrheitsdenken, und das ist ganz schwierig zu sagen, ne? Ein Mehrheitsdenken für diese Regierung in diesen 3 Bundesländern. Das sind eigentlich die Bundesländer, die am meisten die Regierung heute unterstützen. Und da sind wir aktiv. Es ist klar, dass wir im Widerspruch stehen oder dass wir gegen den Strom, oder Walter Benjamin hier zitiert, gegen den Strich arbeiten. Ja. Vielen Dank für diese Einblicke. Es gibt noch mehr Fragen im Chat. Vielleicht haben Sie ja Zeit, die auch noch zu beantworten. Da geht es unter anderem auch um die Agrarpolitik der EU und wie das mit dem Soja zusammenhängt. Das fände ich persönlich auch sehr spannend, Ihre Meinung dazu haben. Also schreiben Sie gerne zurück. Ich lenke jetzt das Thema noch mal weiter, weil wir haben ja noch so viele andere spannende Punkte heute auf der Agenda. Und die will ich jetzt einfach noch mal mit Ihnen teilen. Wir sind nämlich jetzt um 18 Uhr an dem Punkt, wo wir unsere Breakout-Räume eröffnen. Das haben Sie vielleicht für diejenigen, die beim letzten Mal schon dabei waren, noch auf dem Schirm. Wir haben nämlich die Möglichkeit, diesen digitalen Raum jetzt aufzusplitten in insgesamt 6 verschiedene Räume, wo uns Initiativen von Ihrer Arbeit und Ihren Ideen und Vorstellungen berichten werden.